Hey ho, hallo und herzlich willkommen zu meinem Geburtstagsvideo. Mittlerweile ist es ja bei mir fast Tradition geworden, dass ich zum meinem Geburtstag und zum Schatzi-Geburtstag was Leckeres mache und dazu ein schönes Video. Und heute gibt es das 100-Euro-Chili. Ja, Chili con Carne nach dem Grillkutsch Gerrit. Mein bestes Chili heißt es. Ich denke, der Gerrit wird direkt selber unterm Video in einen Kommentar das Originalrezept verlinken. Da bin ich mal zu 100% sicher. Und ja, das ist dann für ein FT 4,5 das Originalrezept. Und ja, wir machen das natürlich etwas dicker, etwas größer, etwas mächtiger. So wie auf GMF 1.0. Und zwar im FT18. Warum 100 Euro Chili? Na, ganz einfach, weil die Zutaten, wenn man alles hochrechnet, mindestens 100 Euro kosten. Wie sich das zusammensetzt? Ganz einfach, die normalen Zutaten, alle ringsrum, circa 30 Euro. Ja, so um den Dreh rum. Und ja, was das Chili jetzt ganz so besonders macht, ist unser Black Angus. Fast 4,1 Kilo, davon ja, 2,5 Kilo Hack. Und wir haben hier noch schöne Bratenstücke. Die werden klein geschnippelt und kommen dann auch mit rein. Und ja, in dem Sinne haben wir ja schon eine kleine Abbrennänderung zum Gerrit, so wie es er gemacht hat, aber ich kann nichts machen, ohne das ein bisschen abzuändern. Ich lese jetzt hier mal schnell die Gesamtzutaten vor und zeige euch dann da drüben, was ich habe. Also, das ist Menge für ein FT18. 8 Gemüsezwiebeln, 4 rote Paprika, dann 4800 Gramm geschälte Tomaten oder passierte, ich habe gemischt genommen, dann 12 Knoblauchzehen, das können auch mehr sein, und dann haben wir mindestens 3200 Gramm rote Kidneybohnen, abgetropft, ab Tropfgewicht, das sind auch ein paar Gramm mehr, dann 8 Chilis, ich habe eingelegte Chilis bekommen und dann noch 8 Peperonis dazu, das passt dann auch. Dann 36 Stück Zartbitterschokolade, 4 Zimtstangen und eben normalerweise 3200 Gramm Rinderhack. Schauen wir rüber. Fleisch habt ihr ja schon gesehen. Dann zeige ich euch schnell die Zutaten. Noch sind sie in der Kiste, bevor wir dann hier mit den ganzen Schnibbelarbeiten loslegen. Das nehme ich jetzt nicht mit ins Video rein, weil sonst wird es wahrscheinlich ellenlang. Ja, und wir wollen hier ja nicht rumdörken. Gehen wir rüber, schauen wir rein. So Leute, hier habe ich meinen ganzen Einkauf in der Kiste. Das waren, ja, eben, wie gesagt, knapp 30 Euro. Das Fleisch, wenn man hochkommt, kommt man auf mindestens 70 Euro. Black Angus ist nicht gerade das günstigste. Dann haben wir hier die Gemüsezwiebeln. Das sind jetzt 9 Stück. Vielleicht nehmen wir wirklich bloß 8. 4 schöne rote Paprikas. Knoblauch. Da steht mein Kumin drin, den brauchen wir zum Würzen. Dann habe ich ja, Peperonis. Deswegen eben hier noch die eingelegten Chilis vom Pilotennachbar, sage ich jetzt einmal. Zartbitterschokolade. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Stücke da in einer drin sind, aber ich denke, 1,5 Tafeln werden wir brauchen. Zimtstangen. Dann habe ich passierte Tomaten, wie ich es gesagt habe, und geschälte. Und insgesamt 13 Dosen von den Kidneybohnen. Könnt ihr euch ausrechnen. Abtropfgewicht 2,55 Gramm. Ja, genau. Wir werden die Bohnen alle einmal
durchspülen, dass das Schlonzige weg ist. Zwiebeln schneiden, Paprika schneiden, Peperonis und die Chilis schneiden. Alles sauber in Schüsseln tun. Dann das Hackfleisch bzw. die Bratenstücke schneiden. Ich zeige sie euch nochmal. Die werden wir auch klein schneiden. Ja, die Fettauflage kommt natürlich nicht mit rein. Und ja, dann geht nachher draußen an der Feuerstelle auf meinem Grillplatz auf der Terrasse unter Dach im FT18 weiter. Leute, wir sehen uns draußen wieder. Und draußen wird es dann auch noch eine Übersicht über die kompletten geschnippelten Zutaten geben. Ganz bestimmt. Hoffe ich zumindest. Ansonsten seht ihr es ja, wenn wir es in den Topf einfüllen. Tada! Startschuss im Außenbereich. Mit einem schönen vollen Anzündkamin. Naja, fast voll. Und den Rest zeige ich euch jetzt da drüben. So, Freunde, hier mitten unterm Hut habe ich die Feuerstelle aufgebaut. Hier kommt dann gleich der FT12 drauf. Und hier haben wir mal die ganzen Zutaten noch aufgebaut. Bis auf die Bohnen, die habe ich noch drinnen stehen. Ja, und so viel sieht es ja eigentlich gar nicht aus. Aber es wird ganz bestimmt ausreichen, den Topf zu füllen. So, und jetzt warte ich noch schnell, bis die Kohlen angefeuert sind. Und dann machen wir in der Schale erstmal ein schönes Feuer. Ja, ich habe vom Sascha gehört noch so einen schönen Karton mit Namwood bekommen. Den verwenden wir heute auch noch mit. Und von hinten aus dem Holzschuppen habe ich halt auch noch ein bisschen Holz geholt. Ja, aber das, damit so richtig schön heiß wird unter dem Topf, dass wir hier schnell vorankommen. Übrigens, wir haben es kurz nach 3, dass ihr ungefähr den Zeitbedarf nachher im Auge habt, was man für so einen Riesenpott braucht, und bevor wieder überflüssige Kommentare kommen. Ja, ich habe meine grünen Werkstattlatschen angezogen und die Schlappen ausgezogen, weil ansonsten frieren mir hier draußen die Füße ab. So. Und ja, gleich sind die Kohlen, hoffe ich doch, soweit. Dem ganz aufmerksamen Zuschauer mag es vielleicht schon oder will es oder hat es vielleicht schon gesehen. Ich habe hier noch zusätzliche Drähte angebracht. Ganz einfach, weil ich nicht weiß, wer heute noch alles kommt, wie sie beieinander sind und wie sie hier rumrandalieren. Ja, und wenn man das Ding wirklich in freier Wildbahn verwendet, versenkt man ja die Füße ein bisschen in der Erde. Dann ist das natürlich absolut überflüssig, aber da ich das hier auf der Terrasse verwende jetzt, ja, habe ich mir gedacht, ein bisschen Sicherheit. Gut, warum nicht? Ich hoffe, die Windgeräusche sind nicht zu stark. Anfangen tun wir hier ganz klar mit einem kräftigen Schluck Öl, wo wir dann auch relativ gleich die Zwiebeln hinterherhauen. Den Knoblauch können wir da auch gleich mit reinhauen. Ja, Freunde, schön glasig angedünstet. Genau rechtzeitig hat sich der oder die Rauch- und Nebelschwaden verzogen. Hauen wir die Paprika mit rein. Die Paprika auch kurz mit anschmurgeln. Und dann geht's danach gleich mit dem Chili-Peperoni-Gemisch weiter. So, dann schieben wir mal alles hier schön auf die Seite. Kommen hier schön die
Chilis und die Peperonis mit rein. Ja, wenn man nicht genügend Chilis kriegt, dann nimmt man Peperonis, ist ja wurscht. Die dürfen hier jetzt auch noch schön mit anschmurgeln. Dann vermischen wir das Ganze. Also der Gemüseduft, der ist schon mal gut. So Leute, jetzt sind wir soweit, dass wir erst einmal alles wieder raus tun. Wir müssen ja noch unser Fleisch anbraten können. Wenn wir alles draußen haben, kommt erst wieder eine ordentliche Ladung Öl rein. Und dann können wir anfangen, unser Hackfleisch schön krümelig zu braten. Leute, ich habe eine Idee. Den Rest gebe ich jetzt zwecks akuten Zeitmangel und richtig schön krümelig braten und mit rein zu meinem Schatz, dann darf ich das schnell in der Pfanne machen. Obwohl, ich sollte hier normalerweise noch aufwärts kriegen. Zwischendrin muss ich natürlich aufs Holz aufpassen, dass das Feuerchen nicht zu klein wird. Das Problem ist halt, bis die immer schön angefeuert sind, raucht halt etwas. Und ich sehe da nichts mehr. Mir brennen und tränen die Augen. So. Aber wir brauchen ja ordentliche Hitze. Da hilft alles nichts. Jetzt ist der Topf ziemlich abgekühlt. Also, wie gesagt, so langsam kommt der Topf wieder. Das wird jetzt erstmal richtig schön angebraten. Wenn es ordentlich angebraten ist, zeige ich euch das nochmal, weil dann kommt es eh nochmal ganz kurz aus dem Topf raus, damit wir noch das restliche Black Angus Fleisch anbraten können. Ja Freunde, wenn sich die Nebelschwaden mal verziehen würden, dann würde man auch ein bisschen was von dem schönen Hackfleisch sehen. Während manche ja das wirklich so richtig anbraten, anbrennen schon halber lassen, dass das so richtig fest ist, ja, da bin ich nicht ganz so der Fan davon. Nein, dann ist es für mich nicht mehr saftig, sondern einfach bloß, naja. Okay, angebraten ist es schön. Wir tun es komplett raus und dann tun wir den Rest oder das andere Black Angus Fleisch anbraten. Nochmal einen kleinen Tropfen Öl. Und dann nochmal knapp 2 Kilo Black Angus. Und das lassen wir jetzt mal richtig schön anbraten. Also dieses Mal wirklich richtig schön. So Freunde, dann hauen wir das Hackfleisch wieder mit hinein. Das Einzige, was mich heute wirklich aufregt, ist der dauernd aufkeimende Wind. Das ist mal richtig eklig. Und dann können wir auch schon unsere Gemüse zusammensuchen. Ich glaube, die Schale war es. Diese Schale, boah, ich hasse Rauch. Und bevor ich jetzt hier das eine Stunde unterhebe, schmeiße ich gleich einmal die ersten Tomaten hier rein. Das waren die ersten. Dann fangen wir mal an, das unterzuheben. Ja, leg mir am Ärmel. Und dann kommen noch die passierten Tomaten. Okay, die letzten zwei auch noch, kriegen wir locker rein.
Weil wir müssen ja aufpassen, dass uns ja nachher noch die Bohnen reinpassen. Dann können wir unsere eineinhalb Tafeln Schokolade auch schon mit hineinschmeißen. Die 36 Stückchen Vollmilchschokolade. Ja, Gerrit, warum keine Vollmilchschokolade? Warum eine Zartbitterschokolade? Ja, Schoki wird dann schön schmelzen. Ordentlich umrühren müssen wir noch. Was kommt als nächstes? Auf meinen Spickzettel Lunsen. Zimtstangen. 4 Zimtstangen hat der Gerrit vorgegeben. Also hauen wir 4 Stück hinein. Jo, was kommt als nächstes? Eine ordentliche, zwei ordentliche Ladungen Salz. Weil es so schön war, versalzen wir es noch. Aber hoffentlich nicht. Dann 5 Teelöffel Kumin, Kreuzkümmel. 1, 2, 3, 4, 5. Ein bisschen Pfeffer tun wir auch noch dazu. So. Und dann können wir es jetzt erst einmal richtig ordentlich umrühren. Ja Leute, und ab jetzt haben wir noch 90 Minuten insgesamt Kochzeit. Gut, das Chili wird dann etwas länger draufstehen, weil ich weiß ja nicht, ob alle Leute gleichzeitig kommen. Essen ist fertig um 6, habe ich gesagt. 90 Minuten, ja, haben wir es 17:45. Also alles im grünen Bereich von meiner Zeitplanung. Mir brennt die Hose weg. Heiß! Scheiße, Mann! Oh! Boah! Oh! Boah! Huh! Hilfe! Und jetzt sind wir so weit, dass wir den Deckel drauf wuchten können. Uns insgesamt 60 Minuten stehen lassen, also exakt bis 17:45. Boah, ich sag's euch, auch die Rauchentwicklung, ja, offenes Feuer halt, hat was. Dann ständig die Windböen, ja, ich hätte vielleicht da hinten die Plane hinhängen sollen, dann wäre es hier unterm Vordach, unterm Pavillon unterm Grilldach, am Grillplatz auf alle Fälle wesentlich windstiller gewesen. Ich weiß gar nicht, warum ich das nicht gemacht habe, aber jetzt ist auch schon wurscht. Jetzt braucht man nicht mehr ganz so ein großes Feuer, Hauptsache das köchelt wunderbar vor sich hin. Und wie gesagt, 60 Minuten, dann sehen wir uns wieder, sprich für euch die nächste Szene. Ja. Ah, vielleicht schneide ich ja inzwischen noch meine Schwarzwälder Kirschtorte an. So, Schatzi darf meine Geburtstagstorte anschneiden. Die ist ja sowieso unser Schnibbelmeister hier. Und dann gibt es gleich ein Anschnittbild. Hoho, sieht das geil aus. Dankeschön, ihr teilt euch ja das Stück. Das ist deins und das ist unseres. So, das war's dann. Und ich lasse mir jetzt das Törtchen schmecken. Es geht doch nichts über eine leckere, selber gemachte Schwarzwälder Kirsch-Geburtstagstorte. Nee, eigentlich geht da nichts drüber. Boah, geil. Schatz, hast du wieder ganz super geil gemacht. Ciao, ich muss mal fehlen aus, Sascha. Mm-hmm.
Ja, schon mal ist er drin. Und in der nächsten Szene sehen wir uns dann draußen, wenn wir mal zwischendrin kurz in den Topf reingucken. Mhm. Freunde, jetzt wird es mal Zeit zum Umrühren. Und mit was mache ich jetzt den Deckel auf? Ich hoffe, das... Och, nee, ich hole mal was anderes. Weil das ist mir dann doch sonst zu kritisch, dass das Ding runterfällt. Und das wollen wir nicht. Wir brauchen den Topf noch länger für GMF zum Beispiel. Haha, sieht das nicht geil aus. Schön umrühren. Aber jetzt werden wir dann trotzdem mal die Hitze von unten ein bisschen reduzieren. Das Holz alles auf die Seite legen. Ja gut, man könnte es auch noch ein bisschen höher hängen. Was vielleicht auch nicht unbedingt verkehrt wäre. Weil das brodelt doch schon ganz schön. So. Sascha, kannst du mir dann den Haken wegnehmen? Ja. Lass mal dabei. Ungeschehen, oder? Ja, einfach so rüber. Ja. Achtung, jetzt! Oh, leck mich am Arsch! Oh, ja. Oh, oh. Hölle, Mann! So. Deckel wieder drauf. Na, kein Zug sollte auch sein. Ja, in 20 Minuten kommen dann die Böhnchen hinein. So Leute, der Moment ist gekommen, wo der Elefant das Wasser lässt. Nein, wo die eine Tonne Bohnen hinzukommt. Und wir erfahren, ob der Topf groß genug ist. Aber soll ich euch was verraten? Es sind ja nur 3 Dosen reingegangen. Ja, mindestens. Boah, und hier draußen, ey. Der Rauch. Der Geruch. Ja, das sowieso. Boah. Oh, ich hasse den Rauch. Ich krieg die Krise. Ich mach die nächsten Videos wieder in der Küche. Ach nein, war ein Witz. So, jetzt kommt noch mal der Deckel drauf. Und dann darf das Ganze noch eine halbe Stunde vor sich hinziehen, köcheln. Und dann ist es fertig. Ja, es bleibt natürlich etwas länger stehen, dass es warm bleibt. Aber in einer halben Stunde ist es zum Essen fertig. Halt, Moment, Kommando zurück. In meinem Rezept steht noch was. Und zwar 8 Teelöffel Cheyenne-Pfeffer. Wenn ich überhaupt noch so viel hier drin habe, das weiß ich gar nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6,5, 7. So, nochmal unterrühren. Und dann können wir es fertig brodeln lassen. Salz, Pfeffer und die 9 Chili-Symphonie von der Grillshow habe ich auch schon bereitgestellt für diejenigen, ja, die noch etwas nachwürzen wollen. So einfach ist es. Wer nachher beim Essen eine Zimtstange findet, der darf sie behalten. Hehe. Ja, das ist lecker.
leichte Würze, Schärfe, genauso wie es mag. Jo, hey Leute, es ist soweit, wir können essen. Ja, eigentlich schon eine ganze Weile fertig, aber wenn die Leute noch nicht da sind, jetzt haben wir es halt schön warm gehalten. Her. Wer Zimtstangen findet, darf sie behalten. Kann ich selber haben. So. Einfach mal dann der Deckel wieder drauf, bis die nächsten eintrudeln. Und wir gehen rein und machen unser Probiererle. So Leute, wir hocken hier jetzt zu 2, 4, zu 6 und machen mal das Probiererle. Heiß. Mhm. Heiß, aber gut. Ja, also das Rezept vom Grillcoach Gerrit kann ich wirklich bloß empfehlen. Ist sehr lecker. Okay, Leute, nachher gibt es aber noch ein Gesamtfazit und wir sehen uns dann nochmal. So, Leute, also heute sind wir ja im Partyraum und es ist immer noch Highlife und Konfetti. Ein paar Leute sind noch gekommen. Wunderbar. Wir haben jede Menge Gaudi. Es kommen sogar noch welche später. Wir haben es mittlerweile, ja, 9. 9:03. Und ja, ich würde jetzt das Video hiermit beenden. An dieser Stelle nochmal an Grillcoach Gerrit. Oh Mann, die Cam steht wieder schief. Ja, mein Gott. Dann ist es jetzt so. Ja, am Grillcoach Gerrit nochmal vielen Dank, dass du hier das Rezept veröffentlicht hast. Er wird es ja unten verlinken, wo ihr die normale Portion Menge rauslesen könnt. Das ist dann auf Facebook. Das war, glaube ich, für einen 4er halber dann seine Mengenangaben. Wir haben das halt hochgerechnet und ich muss sagen, einfach lecker. Viele werden wahrscheinlich sagen, der spinnt mit dem Black Angus, aber ich finde, mein Schatz findet, die Gäste finden, das hat noch mal richtig rausgerissen. Das war sowas von geil. Ja, in diesem Sinne verabschiede ich mich aus meinem Geburtstagsvideo mit dem 100 Euro Chili und ich muss sagen, es hat sich gelohnt. Reste werden eingefroren. Haben wir noch eine ganze Weile immer wieder was zum Essen. Geil. Was richtig Leckeres. Okay, das war's. Wir sehen uns im nächsten Video und mal gucken, wer dann noch da ist. Ich erwarte ja noch Besuch. Also dann, Tschaikowski.